Griechenland steht weiter unter Schock. Nach dem schweren Zugunglück ist die Zahl der Toten inzwischen auf 43 angestiegen. Als Folge des Zusammenpralls eines Personen mit einem Güterzug sind die Eisenbahner an einen 24-stündigen Streik getreten. Und damit wollen sie gegen die chronische Vernachlässigung der Strecken und Züge und für mehr Personal demonstrieren. Ursache für das Unglück soll eine falsche Weichenstellung gewesen sein. Ein Bahnmitarbeiter wurde bereits festgenommen. In der Hauptstadt Athen kam es in den vergangenen Stunden zu schweren Ausschreitungen, wie Matthias Heinrich berichtet. Das Zugunglück trifft Griechenland schwer. Die Nation steht unter Schock und die Zahl der Toten kann noch steigen. Es sind viele junge Passagiere unter den Opfern, Studenten, die nach Karnevalsfeiern zurück an ihre Schulen wollten. Unter anderem in Thessaloniki und Athen kam es zu Protesten. Viele Menschen setzten sich auf die Straßen, um zu trauern. Es entwickelten sich teilweise heftige Straßenschlachten. Der Ministerpräsident Mitsotakis versprach im Fernsehen umfassende Aufklärung. Ich habe bereits um die Bildung eines unabhängigen Expertengremiums gebeten, das die Ursachen umfassend aufklären wird. Es wird aber auch die langfristigen Verzögerungen bei der Umsetzung von Eisenbahnprojekten untersuchen. Gleichzeitig wird die Justiz ihre Pflicht tun. Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen. Der Staat wird den Familien der Opfer beistehen. Wir werden um unsere Kinder, Geschwister und Freunde trauern. Nie wieder, verspricht die Politik. Personell wurden erste Konsequenzen gezogen. Der Verkehrsminister trat gestern nach dem Unglück zurück. Die Katastrophe geschah mitten auf der Strecke zwischen Thessaloniki und Athen. Freunde und Angehörige bangen noch immer um ihre Liebsten. Menschen kommen, um Blut zu spenden und versuchen einfach, einander beizustehen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte eigentlich, ich würde einfach hierher kommen, damit wir uns alle gegenseitig unterstützen können. Also warten wir nur. Es ist herzerreißend und es frisst dich auf. Ich bin nicht einmal Verwandter, aber natürlich sind sie wirklich gute Freunde und es frisst mich auf. Die Lokführer auf beiden Zügen hatten keine Chance. 352 Menschen befanden sich im Personenzug, 2 auf dem Güterzug. Er hätte einen Fehler gemacht, beide Züge auf dasselbe Gleis geleitet, bekennt ein mittlerweile festgenommener Bahnmitarbeiter. Schon kurz nach dem schweren Unfall kommt Kritik von Eisenbahnern. Das elektronische Leitsystem auf dieser Strecke habe schon länger nicht gearbeitet. Davor hätte man gewarnt. Die Bahnvorsteher mussten die Züge von Hand koordinieren. Ein Unglück also mit Ansage. Der Zorn der Menschen auf die Verantwortlichen verständlich. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.